Über den Bauherrenpreis für Neubauten zwischen 2008 und 2016 dürfen sich Peter Struve und der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes freuen. Für den Neubau des vierten Viertels erhielt er diesen Preis, der von der Volks- und Raiffeisenbank gestiftet wurde. Es sei eine sehr sportliche Entscheidung gewesen, an der Holzstraße das Seniorenpflegeheim, die Sanierung und den Neubau in der Langenstraße mit Stadtpalais und Tagespflege sowie ein Neubau in der Grepelstraße mit dem betreuten Wohnen in Angriff zu nehmen. Es ist ja ein Quartier für Senioren geworden. Dieses Gesamtpaket hat die Jury überzeugt. Peter Struve als Vorstandsvorsitzender war natürlich über die Ehrung sehr glücklich. Ja, ich freue mich sehr. Auch nicht nur persönlich, sondern auch im Namen meiner Mitarbeiter und meiner Kollegen, die jahrelang daran gearbeitet haben und ja doch ein schönes Beispiel geschaffen haben, sage ich mal, von einer gelungenen Symbiose, ein schönes Haus zu bauen, das in die Altstadt passt, oder schöne Häuser zu bauen und gleichzeitig doch ein weit anerkanntes Projekt für ältere Leute zu schaffen, also vom Inhaltlichen her. Und das ist besonders schön für uns, ja, dass das gelungen ist letzten Endes. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass die Arbeit da nie aufhört. Wir haben ja auch das Palais, also nicht nur neu gebaut, sondern auch saniert, das schöne Palaisgebäude. Und ja, auch da ist heute immer noch dran zu arbeiten, da wird man nie fertig. Insgesamt wurden 14 Neubauprojekte von der Jury für ihre Arbeiten der vergangenen 8 Jahre geehrt. Da war auch die Wohnungsgesellschaft mit den Bauten in der Langenstraße 4 und 26 sowie in der Glewinerstraße 16, ebenso wie die Allgemeine Wohnungsbaugenossenschaft Güstrow, Parchim und Umgebung mit ihren Bauten in der Langenstraße 10 oder auch Glewiner Mauer 18 sowie dem Sonnenhof dabei. Letztlich aber habe sich die Jury entscheiden müssen und recht einstimmig sei das Ergebnis auf das vierte Viertel gefallen.